So, hallo und herzlich willkommen, Leute, zu einem weiteren Commentary. Ja, wieder Black Ops 2. Und ich habe richtig geile Laune. Das liegt nicht am Gameplay, weil das Gameplay ist ein 100+-Fail. Dazu aber später mehr. Und zwar, ja, warum ich gute Laune habe. Ja, ich habe gestern ein Video hochgeladen. Was ich schon fertig kommentiert hatte am Wochenende schon. Und ja, da war das Thema Prestige-Hacker und so, und dass die Leute mir auf den Sack gehen. Und weil das halt unfair ist und dies und das, auf jeden Fall, war mir da noch nicht, wo ich das Commentary dazu gemacht habe, war mir noch nicht, oder war das noch nicht draußen, dass die Leute Bann dafür gekriegt haben. Und zwar weiß ich das erst seit Montagnacht. Und ja, das ist das Thema. Ich freue mir einen Keks gerade. Ja, ist es gerechtfertigt, dass die Leute ihr Prestige, ihr Maximum Prestige irgendwie erschummelt und ergaunert haben? Und dafür, ja, was haben sie dafür gekriegt? Die haben einen Bann gekriegt. Und zwar für eine Woche. Das ist bisher, glaube ich, der härteste Bann, wovon ich weiß. Ich weiß jetzt nicht, in MW3 war das auch schon mal, glaube ich. Ich weiß aber nicht, ob das eine Woche ging. Ja, in anderen Spielen gab es auch schon Bans und so, meistens wegen Verhaltensregeln, also wenn man irgendwie in sein Profil irgendeine Scheiße reingeschrieben hat, dass man dafür einen Bann gekriegt hat, das weiß ich auf jeden Fall. Oder wenn man zu viele Leute irgendwie genervt hat. Also auf der Xbox ist es meistens, sage ich, auf der Xbox ist es so, wenn man über 100 Mal gemeldet wird wegen der gleichen Sache, dann kriegt man so eine Auszeit von 2 Tagen. Ja, 2 Tage müssen das sein. Und ja, ist es gerechtfertigt, eine Woche irgendwie einen Bann dafür zu kriegen? Ja, ich finde es okay. Also, ich habe, wie gesagt, in einem anderen Commentary habe ich auch dazu Stellung genommen, dass mir das eigentlich scheißegal ist, wie sich Sachen ergaunert. Nur halt hat es in dem Fall jetzt in Black Ops 2 ein schlechtes Licht auf meine eigene persönliche Leistung geworfen. Deswegen ging mir das auf den Sack. Vorher hat es mich nicht gestört, aber dann sein hart erarbeitetes Maximum Prestige irgendwie, dass es dann gar nichts mehr wert ist und dass man hier als Hacker und Glitcher beschimpft wird. Das ging mir auf den Sack. Obwohl es ist auch wirklich kein irgendwie super Verdienst, dass man hier Maximum Prestige gemacht hat. Das ist eigentlich nur ein Zeichen, dass man hart gesuchtet hat. Und ja, es ist halt ein Spiel und irgendwie war das die Motivation. Und ja, wo war ich stehen geblieben? Ich bin wieder voll durch den Wind. Ich habe gerade Feierabend, 20 nach 6 morgens. Und ja, ich habe mir so auf der Arbeit mal durch den Kopf gehen lassen, so was kann man machen, um Leute irgendwie davon abzuhalten, solche Klamotten zu machen. Weil so ein Bann, gut, die können jetzt eine Woche nicht spielen, aber die können sich einen zweiten Account machen und können trotzdem zocken. So. Also ich finde, so ein Bann ist nicht wirklich wirkungsvoll. Ich habe mir überlegt, dass man die Leute irgendwie mit so einem Zeichen der Schande irgendwie sichtbar machen sollte, permanent. Also dass sie so ein permanent Schandezeichen irgendwie bekommen. Was wäre da sinnvoll? Ich weiß nicht. Also ihr könnt in die Kommentare schreiben so. Ob ihr sowas cool findet. Wenn Leute, die boosten irgendwie mit Kumpels
und dann erwischt werden als so ein permanentes Zeichen irgendwie neben dem Emblem oder neben ihrem Namen bekommen oder sowas. Interessant wäre vielleicht, keine Ahnung, wenn die Leute, die irgendwie Kacke gebaut haben, also wenn der Charakter von denen irgendwie mit Frauenklamotten oder Frauendissous über die Map laufen so, oder keine Ahnung, mit Pampers oder sowas, das fände ich auf jeden Fall mal eine coole Aktion. Muss ja auch nicht ewig sein. Vielleicht mal so eine Woche oder so mit Pampers rumlaufen oder so. Oder keine Ahnung, mit Dildo im Arsch oder sowas. Keine Ahnung, irgendwie. Ich fände das eine gerechtere Strafe wie jetzt so ein Bann. Ich meine, gut, jeder baut mal Scheiße und so. Und dafür gleich eine Woche irgendwie gebannt zu werden. Ich meine, gut, dann man kann viele andere Sachen machen, so zocken ist nicht alles. Aber ich weiß nicht, ich fand das irgendwie cooler und es hätte auf jeden Fall mehr Stil anstatt und würde vielleicht abschrecken die Leute irgendwie, dass sie sagen, ach drauf geschissen, bevor ich hier mit so einem Dildo im Arsch rumlaufe oder so. Keine Ahnung. Also ich bin offen für alles, offen für jede Bestrafung, weil Strafe muss sein. Ansonsten lernt man nicht dazu. Und vielleicht habt ihr ja coolere Ideen, was man machen könnte. Ja. Ansonsten habe ich als Themen eingepackt nicht wirklich viel. Ja, kurz zum Gameplay. Es lief richtig gut. Es lief verdammt gut. Allerdings zum Schluss, ja, das ist schon die zweite Host Migration. Und ja, es wird auch noch eine dritte geben. Aber in der dritten geht der Host, glaube ich, dashboarden. Ja, und die Lobby kackt ab. Kurz vor meinem 100 Plus. Ja. Ansonsten. Ich spiele momentan gar nicht mit der, gar nicht mehr mit der MP7. Ich weiß nicht warum. Irgendwie finde ich die anderen Waffen irgendwie cooler. Die Vector hat auf jeden Fall mehr Style. Und MSMC. Und ich bin auch kurz vor der Diamanttarnung. Ich weiß nicht, das war auch so ein Ding, was ich mir vorgenommen hatte. Guckt euch den an. Das war auch so ein Ding. Ich will unbedingt die Diamanttarnung für die SMGs, obwohl ich sie nicht benutzen werde, weil ich es irgendwie hässlich finde. Aber trotzdem war das so ein Ansporn für mich selber, dass ich sage, ich will sie trotzdem haben. Ja. Was gibt's noch zu sagen? Ja, meine Live-Commentaries oder meine 2 Stunden Live-Gameplay hat nicht so eingeschlagen. Also sind kaum Leute unterwegs, die das gucken. Finde ich persönlich schade, weil ich dachte, ich probiere mal was anderes, was Neues irgendwie. Ja, das ist irgendwie das Problem bei mir. Wenn ich irgendwie neue Sachen ausprobiere, guckt kein Schwanz die Videos. Keine Ahnung, woran das liegt. Auf jeden Fall finde ich es schade. Ja, Lodestar Killer auf der Map auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Finde ich wirklich. Also, Hunde nehme ich gar nicht mehr mit, weil die irgendwie nur noch sinnlos sind, weil jeder, wenn die merken, okay, Hunde sind unterwegs, sich in der Ecke hockt und nur noch die Hunde geiert. Da macht der Lodestar mehr Sinn. Und ich werde gleich noch Zombie suchten. Es wird auch am 29., glaube ich, ja, am 29. diesen Monats wird das erste Map Pack rauskommen. Mit Multiplayer-Maps und hier kackt die Lobby ab.
Ja, der Typ hängt immer noch da fest, ich kann mich bewegen. Aber ja, Connection Fail, Lost Connection to Host, 89 Kills. Ja, 11 Kills haben mir gefehlt. Schade, aber naja, so ist das Leben. Schreibt auf jeden Fall in den Comments, seid nicht comment faul. Ich freue mich über jeden Comment. Das war's von mir, bis demnächst. Peace out.